Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung, nämlich der Hayate oder Hayate, je nachdem wie man es denn aussprechen möchte und wie es denn stimmt. Wir sehen hier den neuen Stufe 10 Kreuzer, der für 2 Millionen Freaks bei einer Waffenkammer erwerbbar ist und der ein, sagen wir, Mehrzweckzerstörer sein sollte. Den Zerstörer gab es nie, basierend auf einem Entwurf ist er ins Spiel gekommen, der japanischen Marine. Die extra für diesen Zerstörer entwickelten Geschütze der 127mm Größe gab es tatsächlich nie auf einem Kriegsschiff, oder sie kamen nie zum Einsatz auf einem Kriegsschiff. Die Japaner wollten einen Mehrzweckzerstörer, schafften es aber nicht mehr aufgrund des Kriegsverlaufs, ihn fertigzustellen. Wenn es mich nicht allzu sehr täuscht, sieht doch an, wie die Sonne hier jetzt über den, das ist noch eine Wolke, schön. Wenn es mich nicht allzu sehr täuscht, wurde eines der Geschütze gebaut, aber bei der Bombardierung zerstört. Aber das kann ich auch mit einem anderen Schiff verwechseln. Und von daher, es gibt einfach viel zu viele Schiffe und viel zu viele Geschichten der Schiffe. Kommen wir jetzt aber zur Hayate. Am Ende dieses Videos solltet ihr, ich hoffe mal, in der Lage sein, für euch persönlich zu entscheiden, ob sich der Kauf für 2 Millionen Freaks belohnt oder eben nicht. Ich versuche euch zumindest alle Werkzeuge oder alle Hilfen dafür an die Hand zu geben. Wie ihr schon sehen könnt, der geschwungene Lauf erinnert sehr, sehr stark an eine Shimakaze, obwohl er wirklich nur angelehnt ist, also der Zerstörer, was das betrifft. Ich habe natürlich alle japanischen Stufe 10 Zerstörer im Hafen, um hier zu vergleichen. Ihr seht, Rumpfform ähnlich, hier schon die ersten Änderungen. Brücke und Kamine sind nicht der Shimakaze nachempfunden, vielleicht inspiriert von der Harugumo hier beim Kaminbereich. Aber das so viel nur zum normalen Ansehen. Wenn wir hier einmal die Geschütze anschauen, sind natürlich die 100mm der Harugumo. Damit hat die Shimakaze nichts gemein oder die Hayate auch nichts gemein. Auch wenn die Shimakaze-Türme ähnlich sind, sind es nicht dieselben. Was hat dieses Schiff denn? Beginnen wir ganz oben. Einmal kurz bei der Panzerungsanordnung, was für Zerstörer eigentlich am unwichtigsten ist. 19mm und 13. Wobei unwichtigsten stimmt nicht. Nur wenn es 19 und 13 ist, wie es bei den meisten Zerstörern wirklich ist. Und wenn man hier nicht mit AP-Pens penetriert werden kann, wie zum Beispiel bei der Harugumo. Und selbst die hat 19 und 13. Interessanter natürlich bei Gearing, die 21mm. Und bei der Khabarovsk, aber das wäre ein anderes Thema. Wir sind hier jetzt bei der Überlebensfähigkeit. Wir haben 20.800 Punkte und ja, beide Schiffe sind jetzt hier Stock. Skillen tue ich sie erst danach. Also, Makase-Kapitän natürlich nicht. Da ist 0 Punkte Kapitän drauf. Und 17.900. Das bedeutet, wir haben bei der Hayate von Anfang an einen höheren Kapitän drauf. Ist natürlich praktikabel als Mehrzweck-Kanonenboot, was dann vielleicht möglich ist mit richtiger Skillung. Muss man natürlich ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen haben. Aber die Unterschiede sind tatsächlich prägnant. Wir haben hier zwar auch 127mm und das 3x2 und das in der identischen Anordnung wie in der Shimakaze. Und auch die Geschütze sind von den Werten her ähnlich, obwohl es nicht die identischen Geschütze sind. Es wird die gleiche Granate verwendet. Wir haben hier bei der Shimakaze 2150 Sprenggranate Höchstschaden und 2200 AP bei 915 Meter pro Sekunde. Das haben wir auch bei der Hayate. 2150, 2200, 915 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit. Wir haben tatsächlich auch 9% Wahrscheinlichkeit, Brandwahrscheinlichkeit der Sprengmunition. Und wir haben quasi denselben Alpha. Aber was wir nicht haben, und das aufgrund der anderen Geschütze, ist eine andere Drehzeit, also 180 Grad Drehung in 10 Sekunden. Wir haben eine Ladezeitstock von 4 Sekunden. Die maximale Streuung ist hier 102 Meter. Und man sieht es auch, wir haben hier 127mm, 50 Typ 5. Also nicht, dass die gegeben hätte, aber die haben wir hier. Bei der Shimakaze haben wir die 50 Jahr 3, Typ Modell D. 11,4 Kilometer, 11,6 Kilometer. Die Torpedos sind dieselben wie die der Shimakaze. Mit 12 Kilometern. Also 12 Kilometer Torpedo, 67 Knoten, 2x5 Werfer, 153 Sekunden Stock-Nachladezeit. Wir haben 23.767 Höchstschaden und 1,7 Kilometer. Einmal hier zum Vergleich. Ich habe die eingebaut für euch. Habt ihr alles auf einen Blick. Wir haben sogar die 7,2 Sekunden Dauer für die 180 Grad. Das sind die Typ 93 Modifikation 3. Und die identischen hier sind auch auf der Hayate. Das bedeutet, wir haben identische Kanone mit geringerem Reload und schnellerem Turmdrehzeit. Dafür haben wir ebenfalls die identischen Torpedos, aber dafür weniger. Und beiden nicht das Beste,
Von beiden nicht das Schlechteste, von beiden eine Mischung. Dadurch ist für Wargaming und anscheinend für Japaner hier der Mehrzweckzerstörer entstanden. Flugabwehr ist leidlich besser als die der Shimakaze. Wie, ob man damit einen Blumentopf gewinnen wird, 14x1, 25, 1x2, 2x3, ja, man sieht 40er hier und 3x227er als Flakbewaffnung die Hauptgeschütze. Ob man damit einen Blumentopf gewinnt, muss man schauen, je nachdem auf welchen Flugzeugträger man trifft und wie er fährt, wie geschickt er im Flakwolken ausweichen kann. Das spielt alles eine Rolle beim subjektiven Empfinden, ob der eine gute Anti-Air hat oder nicht. Weil selbst gute Anti-Air, wenn die Flakwolken nicht treffen, dann fallen keine Flugzeuge von Himmel. Die Anti-Air, die Schaden über Zeit macht, quasi andauernd, das ist ein nettes Gimmick. Aber großartig Schaden macht das Ding dann nicht. Manövrierbarkeit. Hier kommen wir zu einem weiteren Unterschied der Hayate zur Shimakaze. Wir haben hier nur unter Anführungszeichen 37 Knoten. Bei der Shimakaze sind es 39. Wendekreisradius ist größer, 57 Meter und die Ruderstellzeit mit 4,6 Sekunden. Bei der Shimakaze ähnliche Powerart oder ähnlicher Rumpf hier, 690 Meter und 3 Sekunden bei 39 Knoten. Einmal die Harugumo hier anzuführen, 830 Meter. Wie gesagt, Conqueror-Niveau. Ruderstellzeit 5,5, die ist aber geskillt, glaube ich. Und 37,5 Knoten, ich glaube, da ist nur 36. Müsste theoretisch die Flagge drauf haben für mehr Speed. Habe ich die drauf? Nee. Wie denn? Die da. Doch, habe ich drauf, habe ich drauf. Dann seht ihr die 1,5. Das heißt, langsamster Vertreter, da ist die HAD nicht dabei. Davonfahren mit 37 Knoten, da kommt auch die plus 5% drauf. Just for fun. Das ist die Manövrierbarkeit und auch bei der Verborgenheit müssen Abstriche gemacht werden. Die HAD hat im Vergleich zur Shimakaze einfach 400 Meter höhere Sichtbarkeit. Seht euch das an. 6,9. Stock. Ah, was sagt denn? 600 Meter höhere Sichtbarkeit. 7,5. Stock. Module. Bauen wir gleich ein, Munition und Verbrauchsmaterial schauen wir uns an. Wir haben einmal Smoke mit der Möglichkeit zum Austauschen auf Torpedo-Nachladebeschleuniger. Etwas, worauf viele bei der Shimakaze auch scharf wären, aber Gott sei Dank gibt es das nicht. 30 Torpedos wären viel zu viel. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit auf 20 umzuschalten und Speedboost. Speedboost dringend notwendig, ja nein. Nebel, je nachdem was unterwegs ist, ich werde sie glaube ich mit Nebel fahren. In den Tests habe ich beides probiert und wenn man Pech hat, dann hat man halt Pech. Torpedos sind unzuverlässig. Die Kanonen machen durchaus guten Schaden. Bei der Shimakaze, glaub niemand, ach komm her, ist überrascht zu sehen, was die hat. Und hier die Harugumo nochmal als Vergleich. Da kommt nämlich der Torpedo-Reload her. Die hat aber nur einmal 6. Ist wieder was anderes. Schauen wir uns das Schiff jetzt einmal geskillt an. Nach mehrmaligen Umskillen ist es dieser Kapitän bei mir geworden. Gibt es denn einen idealen Kapitän für einen Mehrzweckzerstörer? Wahrscheinlich nicht. Jeder wird ein bisschen anders skillen wollen und es gibt einfach zu wenig Punkte, die man einsetzen kann, um den so zu skillen, wie man den möchte. Ich hätte auch gerne den Sprengmeister mit drauf gehabt und ich hätte auch gerne den Inspekteur für einmal mehr Rauch. Aber wenn ich keinen Rauch nehme, dann reicht mir auch die Reihe, wenn ich jetzt den Torpedo-Reload nehme. Warum alles in ganz? Ja, weil ich einen Mehrzweckzerstörer auf Kanonen basierend fahren möchte. Deswegen auch mit Elite-Schütze mit drin und ein bisschen mehr HP. Wenn ich den jetzt eher auf Torpedo-Reload und Torpedos fahre, dann würde ich halt anders skillen. Aber so ist das bei Mehrzweckzerstörern. Da gibt es für alles ein Bild. Schlussendlich möchte er alles abdecken, aber man kann nicht alles unterstützen. Dasselbe natürlich auch hier bei den Modulen. Ich bin natürlich auf Hauptbatteriemodifikation gegangen. 13,9 Kilometer reichen wir mit 915 Meter pro Sekunde. Man hätte auch auf Reichweite gehen können. Die Stats seht ihr dann hier, 3,2 Sekunden. Bei den Torpedos ist alles gleich geblieben. Ich habe die nicht verbessert, weder im Nachladen noch sonst was. Manövrierbar mit den 5% ist jetzt fast die 39 der Shimakaze. Die Ruderstellzeit, naja, ihr seht ja eher, habe ich minimal verbessert. 57 Meter wird jetzt nicht unbedingt das sein, was man im Cap braucht. Und die 6,1 Kilometer, ja, ist halt nicht das Beste auf Stufe 10, aber man muss immer mit dem arbeiten, was man hat. Und das werden wir jetzt probieren im kommenden Gefecht. Und nun sitzen wir im Gefecht, das ist Gefecht Nummer 4 und es ist haarsträubend, was momentan alles möglich ist. Es gibt sogar Gefechte ohne Schlachtschiffe, das werde ich euch danach zeigen. Live wollt ihr ein Kommentary haben und das könnt ihr auch gerne haben. Das ist das allererste Gefecht mit einem Flugzeugträger, der nicht vorhanden ist. Alle anderen vorherigen, da war immer mindestens einer mit dabei. Mal ein Achter, mal ein Zehner, mal
8 DDs. Acht Kreuzer waren mit dabei. So, schauen wir, was wir haben. Des Moines, Salem, sehr gut, Minotaur und Hindenburg. Gibt es denn noch Schiffe, die nicht schnell feuern können oder wenige Granaten in der Luft haben? Wahrscheinlich nicht. Aber ich will mich nicht beschweren. Ein Gefecht ohne Flugzeugträger, das ist wunderbar. Und ihr seht, ich habe meine Mods nicht aktualisiert. Fällt mir auch auf hier mit denen im Wasser. Warum hat denn das so kriselige, starres Wasser hier? Pfui! Hallo? Wenn ich mich nicht bewege, bewegt sich dann das Wasser? Weiß nicht, kommt mir sehr statisch vor. Ja, ist eine Anschauungssache. Ist hier überhaupt kein Problem. Mich stört es nicht. Kann so oder so fahren, aber das Calm Water passt mir momentan besser. Da es ein Live-Commentary ist, während ich spiele, schau mal links, rechts, etc., kann es natürlich sein, dass ich vom Gefecht abgelenkt werde und nicht so viel beizutragen habe, was das Schiff jetzt tatsächlich gut kann und was nicht, vor allem mit meiner Skillung. War aber überrascht, wie gut die ganzen der Hayate funktionieren. Kann auch sein, dass ich hin und wieder Shimakaze zu dem Schiff sage, aber wie gesagt, wenn ich konzentriert bin aufs Gefecht, dann muss die Gefechtskonzentration einfach dem Kommentar übergeordnet werden, so, ja, seht ihr, genau das meine ich. Oh ja, ich bekomme keine Unterstützung. Das ist übrigens generell so gern gesehen in letzter Zeit. Was? Alle drei Caps anfahren? Puh. Hey, ich komme von der Mitte runter zu A, dafür fahre ich von A nach C, weil, wenn ich so tue, wie als würde ich mich bewegen und zu einem Cap fahre, dann bin ich nicht der Schlappschwanz, der ich bin, weil ich nicht bei dem Cap bleibe, wo ich gespawnt bin. Naja, ist egal. Ja, also ich bin ein bisschen salty. Es ist in letzter Zeit leider ein bisschen, naja, ausgeprägt in World of Warships, weil es ist kompliziert. Sagen wir so, es ist kompliziert. Da, A ist noch nichts drin. Torpedos von Gearing und Z52 sind nachgeladen, aber nicht von Shimakaze. Da. Da ist Minotaur. Oder es wird einem... dann bin ich raus hier. So, sorry, ab die Post. Y habe ich gesagt. Wow, Lag is real. 200 Millisekunden Ping. Haut es mich jetzt gleich raus aus dem Spiel oder was? Wahrscheinlich. Schnell abhauen. Burgon will flankieren. Da. Wo wurden die Schiffe gesehen? Nein, der Moino Minotaur ist da. Dann bleiben uns die Schiffe hier erhalten. Soll ich einmal... Ne, kann ich nicht. Ah, ich habe das gespottet. Ja gut, dann werden wir sehen. Ich werde die auch nochmal aufhalten. Ein Problem. Ah, wird eh, weil sie schießt. Super. Die wird draufgehen. Wenn meine Torpedos ankommen, bevor der fertig gekappt hat, ist gut. Ansonsten sind sie natürlich kritisch. Gut, das, ich dachte, hier ist die Minotaur und der DD fährt rein. Deswegen habe ich mich aus dem Cap verzogen. Wenn das aber nicht so ist, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Schiffe, 6 Schiffe. 6 Schiffe, 7. 1 ist in B. Bedeutet, da ist die Gearing. Oh ja, dann haben wir hier eine Shimakaze, die das Cap geholt hat. Sieht zumindest danach aus. Kann auch, ne, die Z ist oben. Ja, Shimakaze. Sicher. Das ist gut, das ist gut. Kein Torpedotreffer. Pfui. Dann hole ich jetzt A. Wieder. Also ist ja kein Problem. Unterstützung ist da. Hat nur ein bisschen gedauert. Wird noch ein, zwei Minuten dauern, bis sie wirklich schlagend oder treffend wird. Und das passt. Die Shimakaze hat zwar bessere Torpedos. Besseres Concealment. Aber das sind 500 Meter. Wenn ich nach vorne fahre, dann geht das. Die sind wieder rausgefahren, dann passt es. Man muss nicht immer... Oh, dass der Kurve abgehauen ist. Wunderbar. Man muss nicht immer zuerst da sein, man muss nur... Ah, jetzt ist sie wieder reingefahren. Das Cap zuletzt halten. Oh, ich kann nach vorne fahren. Es gibt keinen Support gerade für die Shimakaze. Ah, die kann halt hinter der Insel sitzen. Das ist doch Schmutz. Komm, leck mich doch. Da ist sie aber. Oha, ich mach die auf. Gut, dass ich dich geschossen habe. Die geht ziemlich früh auf. Ist die nicht auf Doppelconsuming geskillt?
Hat die vielleicht Torpedo Reload drin? Ja, aber dann fährt sie nicht ins Cap. Ja, wenn sie Torpedo Reload drin hat, dann wird sie ja hundertprozentig. Ja? Vielleicht wird das auch das Gefecht mit wenig Schaden. Man weiß es nicht. Ein bisschen Angst vor dem Moin. Wenn die zündet, bin ich am Arsch. Ja, hier flieht alles. Dann cappen wir das und sind schlau. Komm, wir laufen denen nicht hinterher. Einem Gegner hinterherlaufen, das ist kacke. Ihr Radar ist noch nicht eingesetzt worden, das ist gut. Zeige ich dann später, wie gut die Kanonen hier funktionieren. Noch ist nicht die Zeit im Gefecht. Wie gesagt, ein sehr starker Torpedo-DD geht während des gesamten Gefechts nicht auf. Ganz im Ernst, was? Dafür ist der große Kurfürst gemacht. Das ist echt bitter. Solche Leute machen. Ist egal. Jeder spielt, wie er kann. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, ich weiß, dass ich offen bin. Kein Problem. Was die Burgon und die Puerto Rico hier unten machen, ist nicht besonders intelligent. Ich hoffe, das fällt ihnen noch auf. Einfach hoch zu B, nicht hinterherfahren. Das Spiel gibt es jetzt seit 5 Jahren. Es gibt immer wieder Leute, die einfach anderen hinterherfahren. Dinge, die ich nie verstanden habe. Dafür muss man wahrscheinlich ein Schaf sein und nicht selbst denken. Flotten machen das natürlich so, aber die machen keine dummen Sachen. Oder sagen wir, sollten keine dummen Sachen machen. Ja. Hier auf die zu torpedieren, das ist verlorene Liebesmühe. Die wird ein bisschen abbremsen, ein bisschen ausweichen, ein bisschen abbremsen, ein bisschen ausweichen. Da was zu treffen. Ich denke mal, wenn überhaupt, ja, keine Chance, die zu treffen. Es sind rausgeworfene Moniten. Da, ich kann leider immer noch nicht schießen, wie gesagt. Aber es ist nicht die Zeit zum Schießen. Vielleicht kriegen wir die Z-52 hier, wenn sie nicht rausgeht. Das ist das Problem bei den momentanen Teams. Da, oh, die Bourgogne hat es gecheckt und dreht ab. Das ist gut. Die Puerto Rico, die wird einfach draufgehen. Das. Ja, ich kann nicht schießen, weil dann müsste ich mich smoken und ich lasse halt die Minotaur schießen. Ihr wisst ja, wie das ist. Was kann ich euch während dieser Sightseeing-Tour von der Hayate erzählen? Ist ja nicht mein erstes Gefecht. Die Kanonen sind, in meiner Spielweise, sind sie cool. Ja, kann ich nicht abstreiten. Die 3,5 und ja, ich muss gerade niesen, verdammte Scheiße. Die 3,2 Sekunden Nachladezeit sind echt gut, oder sind nett. Gibt aber Besseres. Macht aber Bums. Ja, und da kommt mein Kill. Hello. Die wird sich jetzt smoken, aber die wird es nicht schaffen. Hopp. Weil ich sie rausnagel. Viel schneller, als sie sich das vorstellen kann. Puff. So ist es. Ja. Ist leider notwendig. Ansonsten werde ich da noch hart runtergeschossen. Und das muss beim besten Willen nicht sein. Ich brauche die HP noch. Also wie gesagt, die Hayate ist in meiner Skillung recht interessant, weil sie wirklich kein schlechter Gandidi, ich fasse es nicht, dass ich das sage, ist kein schlechter. Aber auch kein überragender. Es gibt, wie immer, bessere Schiffe, nämlich die Spezialisten, die dafür ausgelegt sind. Und die Hayate ist halt ein Mehrzweckzerstörer. Das heißt, die hat okayisch Torpedos und okayisch Guns. Wobei die Guns sogar durch den Alpha ein bisschen mehr als okayisch sind. Ich finde die 2150 finde ich geil. Ich finde die 915 Meter pro Sekunde finde ich gut. Man kann damit theoretisch
1 versus 1 gegen einen schweren Kreuzer, jetzt nicht unbedingt die Seele mit 6 Sekunden Nachladezeit, aber andere schwere Kreuzer, durchaus auf 12 Kilometer, wenn man gut ausweichen kann, schießen. Also in den Gunfight gehen. Ist theoretisch drin. Ob man das möchte, das ist eine andere Geschichte. Aber es wäre theoretisch drin. Was wir jetzt machen müssen, ist nur unter Anführungszeichen die zwei, ach die Porkan, die zwei Caps hier verteidigen, wenn mein Team nicht gerade den Oscar für das beschissenste Timing gewinnen möchte und jetzt noch rein YOLO, obwohl wir zwei Caps haben und der Gegner hat nur eins, dann kann man das vielleicht sogar gewinnen. Wie geil wäre das denn? Das wäre ja ein Traum, wäre das. Aber ich tippe mal nicht darauf. Beim besten Willen. Nein, die hauen ja auch ab alle hier. Blutung, meinen Brand hat er repariert, der dürfte eigentlich. Ah, warum? Ein bisschen Angst vor der Seele mit den 8, schieß mich dort. Oh, und da ist was reingefahren. Ja, den gunnen wir raus, gut ist. Wie gesagt, die Kanone sind tatsächlich nicht schlecht bei dem DD. Die Torpedos. Das ist, Torpedos treffen oder treffen nicht. Je nachdem, ob man sie gut oder schlecht wirft. Gut geworfen sind all jene, die treffen. Schlecht geworfen sind all jene, die nicht treffen. Ganz egal, welche Pläne man gehabt hat. Wo man gedacht hat, dass der Gegner reinfährt, ist Wurst am Ende zählt nur, ob er es gemacht hat oder nicht. Ja, ich sehe es. Da haben wir die gegnerische Minotaur, die immer noch lebt und jetzt B-Robert. Ist gut. So, das werden wir verhindern. Die holen wir uns. Also... holen. Wir cappen aber B. Müssen wir ja. Immer langsam, Ohio. Immer langsam. Aber es gibt... Oh, wo wirfst du denn die Torpedos hin? Nicht. Weil, je nachdem, wo man vermutet, dass der Gegner sich positioniert, da wirft man die Torpedos hin. Werf sie jetzt nicht hier hin, weil ich nicht glaube, dass der hier so reinjolot. Wenn ich ihn offen halte und der Breitseite zeigt und der große Kurfürst und der Conqueror eine Salve draufgeben, dann dreht er in diese Richtung ab. Ist es also dämlich, sie in diese Richtung zu werfen? Nein, eigentlich nicht, weil der Typ, der haut jetzt ab, schaut. Und schon haut er ab. War es also dämlich, sie vorher hier hinzuwerfen? Nein, auch nicht, weil es wurde ja angezeigt. Eben, es zählt nur, ob der reinfährt. Der kann sich ja dann wieder überlegen, nein, jetzt drehe ich doch wieder rechts rein, weil Breitseite zeigen ist zwar eine beschissene Idee, aber das weiß ich doch nicht, weil ich ja noch ein Anfänger bin auf Stufe 10 und mir die Seele nur so gekauft habe. Ne? Also, seht ihr, was ich meine? Torpedos. Mit Torpedos ist es immer so eine Sache. Wie lange hält die Ohio durch? Das zahlt sich nicht aus, mich zu smoken. Ich muss sie dann offen halten. Aber die Seelen können schon raus sein. Wollt ihr mich verscheißern, Leute? Also jetzt kein böses Blut oder so, aber die können schon raus sein. Ich bin doch nicht euer Sklave hier, der nur alles... Ich muss gut aufpassen, ne? Wenn die beschleunigt, dann bin ich gearscht. Ich muss jetzt schon drehen. Er wird mit Sicherheit so weiterfahren. Das ist ein BB-Kevin. Wie es im Forum immer so schön heißt. So, jetzt Leute. Fokus, ne? Fokus, Mädels. Ein Torpedowerfer verloren. Wow. Oh ja, jetzt will er mich pushen. Das ist die Arschgeige. Leider zu spät. Leider zu spät. Aber sonst hätte das gezwiebelt mit meinen... Ja, AP halt. 127 mm. 7 Kilometer. Mal schauen, wie die Pen-Curves da sind bei der Panzerung der Minotaur. Das hätte durchaus lustig sein oder werden können. Da, großartiger Schaden wird es hier nicht. Hauptsache, also wenn hier mein
Fander hier nicht seinen Namen alle Ehre macht. Ja, gerade sagen. Ansonsten ist bitter. Aber ein guter Mehrzweckzerstörer. Mit dem man dann durchaus noch ein paar Gefechte drehen kann. Weiß ich jetzt nicht. Drehen kann. Ich fühle hier aber weitaus stärkeren Impact als mit einer Shimakaze. Ja gut, die Shimakaze verarbeitet das ganz anders. Die hat halt einen Werfer mehr. Die Chance, dass da noch jemand reinfährt, ist natürlich besser. Ich fahre jetzt momentan eine schlechtere Harugumo. Ein Werfer ist zerstört und dann habe ich halt nur 3x2. Und das kann ja 100mm mit 32mm Pen, sondern halt nur mit 21mm Pen Haie und geringerem Reload. Aber man kann mit allem arbeiten. Oh ja, Minotaur, ich sag's ja, wehe. So, man muss nur sparsam sein. Und tatsächlich, es ist ein Mehrzweckzerstörer. Und er fühlt sich auch so an. Und das Allerwichtigste für mich ist, er fährt sich gut. Und das hört sich tatsächlich komisch an, wenn ich das sage. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch in ein Schiff reinsetzt und dann die ersten Runden dreht, dann denkt euch, bah, die Werte sehen alle so gut aus und dann fährt sich das Ding aber so komisch. So squishy, so... Ah, schwammig. Oh. Na gut, schwammig macht das Ding jetzt auch. Ja, ja, das ist jetzt nicht unbedingt das genaueste Schiff beim Steuern. Aber irgendwie fühlt das sich so geschmeidig. Es schlängelt sich durch das Wasser. Anders kann ich das nicht beschreiben. Das ist ein rein subjektives Gefühl. Ist vielleicht schwierig, hier das jetzt in Worte zu fassen, sodass es auch jemandem was nützt. Eigentlich unmöglich. Oh ja, die Porygon-Robot hier. Wo kommt die denn hin? Wie kann ich hier bestenfalls... Aha. Wo kann ich an... Wird knapp. Glaub nicht, dass da was trifft. Habe ich schlecht geworfen, der ganz rechts. Komm. Schlecht geworfen. 2 hätte ich gebraucht. Ich möchte hier stehen bleiben. Wirklich? Dann gibt's Brände. Ich bin ja ein Gandidee. Querstrich Torpedozerstörer. Querstrich. Puh. Ich hasse Vergleiche. Ich hasse Vergleiche. Sollte aber in dieselbe Kerbe schlagen wie. Der Deutsche, sagen wir so, ist auch ein Mehrzweck-DD. Oh, bin ich zu schnell für 1 Minute 24? Ja, ich bin da wahrscheinlich zu schnell dran. Ja, wir nehmen jetzt einfach zuerst hier die Salem raus. Und dann torpediere ich noch schnell die Yamato raus. Und dann war's das. Das ist gut, dann brauchen wir das Cap nicht. Dann gehe ich von mir aus nach oben zum Erobern. 1 Minute abwarten und gut ist. Das Wichtige ist allerdings der Überraschungseffekt und ich bin schon zu nah dran. Jetzt fährt sie wieder nach vorne. 48 Sekunden. Fuck, komm. Ah, ich bräuchte die schneller. Du fährst zu früh nach vorne, Mädel. 36, ich riskier's. Noch ist zu früh. Ah, super. Zeig noch mehr Breitseite. Dann halt nicht. Ah, ja, 61.000. Gehen wir noch ein bisschen gunnen, vielleicht können wir noch auf 70.000 rauf. Wäre ein guter Durchschnitt. Ich glaube, 50.000, 60.000 ist mit dem durchschnittlich drin. Wenn ein paar mehr Torpedos treffen, theoretisch auch mehr. Je länger das Gefecht geht, desto besser. Mal schauen. Na, weißt du was? Ich habe ja Smoke. Vielleicht kommt noch was an, bevor hier die Punkte runterreitern. Ah, das ist schnell. 915 Meter pro Sekunde darf man nicht vergessen. Dann sind die Granaten nur schnell. Morgan hat Speedboost angemacht, ja. Kein einziger wird es kaum treffen. Ich sag's euch, die Gefechte sind fürchterlich. Fazit: 2 Millionen
Free XP muss man erstmal aufbringen. Ist aber eine Währung, die sich immer wieder mal ansammelt. Ist ein DD, der durchaus Spaß machen kann. Gerade jene Leute, die nicht auf Spezialisten stehen, ist es vielleicht auch ein DD, bei dem man, naja, zugreifen sollte. Die Torpedos sind echt gut. Wenn wir es so sehen, das, was vorher die Smallland war ohne Smoke, mit ganz anderem Konzept haben wir hier ähnlich verbaut bei der Hayate. Wir können die auch ohne Smoke fahren, dafür aber mit viel, viel stärkeren Torpedos. 12 Kilometer Reichweite sind langsamer, ja, aber 23.000 Schaden. Ja, man muss erstmal treffen, die Torpedos. Ob sie gespottet werden oder nicht, das ist eine Sache. Die Geschwindigkeit macht natürlich einen Unterschied, aber ein, zwei Treffer mit denen, das sind 4-5 Treffer mit den Smallland-Torpedos. Vergleichen kann man sie dennoch nicht. Wir haben anstatt 2x2 mit 1,8 Sekunden Reload oder wie viel die hat, haben wir 3,2 mit 3x2. Anderer Alpha, andere Geschützanordnung. Ihr habt es ja selbst gesehen. Positiv überrascht bin ich von der Performance der Kanonen. Tatsächlich hätte ich mir das nicht erwartet. Ich bin froh, dass ich sie auf Kanonen geskillt habe. Wie schon vorher, glaube ich, mal erwähnt, bin ich sie im Test eher auf Torpedos gefahren, weil die versprechen einfach einen brutalen Schadensboost. War dann enttäuscht, wenn das immer verhindert worden ist, also dass die reinfahren. Mit vielen DDs, die Torpedos aufdecken, und die sind mit 60 plus Knoten nicht die allerschnellsten hier, plus dann hydroakustische Suche in jedem, also gut wie jedem Kreuzer drin, und dann am liebsten noch ein Flugzeugträger, der die Position immer wieder aufdeckt, ist es natürlich ein bisschen kritisch, was es betrifft, Torpedotreffer anzusetzen. Gegen andere DDs hat man tatsächlich, wenn sie nicht gut spielen, sowieso kein Problem. Wenn sie gut spielen und es zum Begegnungsfall kommt, sogar noch ein Trumpf in der Tasche, wenn man ihn auf, also die Hayate auf Gans spielt. Gegen die Shimakaze, kein Thema. Gut, die waren jetzt vielleicht nicht gut gespielt. Die Z52 ist kritischer. Die hat nämlich den Vorteil der hydroakustischen Suche und des Nebels. Die war einfach schlecht gespielt. Da kann sie nichts dafür. Die Gearing, da müsste man es drauf ankommen lassen. Da muss man die DPM vergleichen. Und dann kommt es immer wieder auf den Kapitän drauf an. Wie viel zeigt er? Wie gut schießt er? Und so weiter und so fort. Aber der Gearing möchte ich wahrscheinlich nicht begegnen. Aber wir haben ja immer noch beide Torpedos. Das wird dann auch lustig. Ansonsten der ausführliche Bericht. Ihr seht, da ist so viel mehr drin. Da ist so viel mehr drin. Und das ist eigentlich fast immer drin, außer man wird die ganze Zeit gejagt. Und das zeige ich euch jetzt noch in einem anderen Endscreen, damit ihr seht, was für Gefechte ich sonst noch fahren durfte, mit was für Teamzusammenstellungen. Und das ist einmal hier, Hayate, das war mein allererstes Gefecht. Keinen einzigen Torpedotreffer. Je mehr Inseln es gibt, desto schlimmer ist es. Durchschnittsbewertung. Aber schön zu sehen, auch hier mit Hai und mit Bränden macht man 61.000 Schaden. Die Ausbeute ist auch okay. Und dann hier noch das kurioseste Gefecht, das ich glaube ich in den letzten 5 Monaten oder 6 Monaten gefahren bin. 58.000 Schaden, auch nur mit Kanonen. Warum? Ja, schwierige Geschichte. Sehr, sehr schwierige Geschichte. Kein einziges Schlachtschiff, Flugzeugträger mit dabei. Alles andere sind Kreuzer und DDs, und dafür hat sich die Hayate tatsächlich nicht schlecht gehalten. Oft angeflogen werden vom Flugzeugträger ist blöd. Gute Unterstützung braucht es. Da hat mir die Hindenburg stark geholfen. Aber es war ein brutales Gefecht. Also es war echt schlimm. Aber wie schon gesagt, auch in schlimmen Gefechten ohne Torpedotreffer, weil halt so viel hydroakustische Suche unterwegs ist und weil der Flugzeugträger die Position immer aufdeckt und weil dann der gegnerische DD weiß, wo man ist und dann auch die Torpedos aufdeckt, leider nicht mitnimmt, ist schwierig. Kanonen machen aber immer adäquaten Schaden. Ja, 58.000 oder 60.000 ist nicht super, aber 60.000 Durchschnitt auf einem DD auf Stufe 10 müsste sogar Unikum sein. Wenn ihr immer 60.000 macht, glaube ich, dann kann man zufrieden sein. Kommt natürlich darauf an, was für einen Schaden. Und da sieht man es auch wieder. Shimakaze rausgegangen, Grosovoi rausgegangen. Das Schiff ist echt nicht schlecht. Notgedrungen gegen die beiden gekämpft, aber nicht gewollt. Gegen Hindenburg geht noch auf adäquate Reichweite. Wenn es jetzt nicht gerade ein CL ist, der einen super Bogen hat, sondern ein CA ist, der einen hohen Reload hat und vielleicht schlechte Mündungsgeschwindigkeit, dann kann man theoretisch auch auf 12 Kilometer mit der Shimakaze mit der Hayate gegen den kämpfen. Aber man muss halt sehr gut aufpassen. Und das soll nur die letzte Möglichkeit sein, um einen Sieg des Gegnerteams zu verhindern oder, naja, den noch schnell rauszunehmen. Ich weiß nicht, ob das eine adäquate Vorstellung war. Ich bin ein bisschen unzufrieden, aber die Gefechte geben einfach nicht mehr her, um zu zeigen, was das Schiff kann. Ich glaube, das waren so die Durchschnittsgefechte, die jeder damit fahren werden können wird, weil mit Kanonen wird es einfacher sein.
Es werden dann die Supergefechte mit 200.000 kommen, da sind dann sicher 4-5 Torpedotreffer mit dabei und die Teams sind dann auch ebenbürtig und es ist angenehmer zu spielen. Das Gefecht, das gezeigt wird, also das hier, das aktuelle, das war fast ein ebenbürtiges Team, nicht ebenbürtig in guter Spielweise, sondern ebenbürtig mit so bei beiden Teams ausreichend Fehler gemacht, um das Gefecht so lange hinauszuzögern, dass man Schaden machen könnte. Wenn auch nicht der, den ich angesetzt habe oder den ich wollte. Und ohne Flugzeugträger ist auch angenehm. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.